Was ich an dieser Figurengruppe hier besonders spannend finde, ist, dass sie einen doppelten Charakter hat. Auf der einen Seite sind die Figuren total witzig. Sie sind einfach nur, machen Spaß. Und auf der anderen Seite enthalten sie aber auch eine vergleichsweise ernste Message, die durch die Anordnung und den Ausdruck der Figuren zum Ausdruck kommt. Es ist so, dass die Figuren trotz ihrer vereinfachten Darstellungsweise ganz eindeutige Haltungen zum Ausdruck bringen. Die Figur ganz links zum Beispiel ist so diese typisch männliche Siegerpose. Die Figur in der Mitte zeigt ein enthusiastisches Beschwingtsein und die Figur, vor der ich hier stehe, so dieses sitzende Grübeln, Zweifeln, vielleicht sogar auch Verzweifeln. Angeordnet sind die Figuren in einem Kreis zusammen mit so amöbenhaft ungeformten kleineren Formen. Und für mich ist damit ein Entwicklungsgedanke angelegt in der Figur von dem ungeformten, amöbenhaften hin zum bewaffneten Tatmenschen, zum forschenden Wissenschaftler und zum verzweifelnden, der nachdenklichen Menschen. Und wohin die Entwicklung geht, ist eigentlich auch klar. Dadurch, dass es kreisförmig ist, droht die Entwicklung dahin zu gehen, dass wir wieder sozusagen beim ungeformten Einzeller ohne den Menschen landen.